Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Let's Play-Freunde zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ob der Brunnen hier aus einem bestimmten Grund hier ist? Ja, das portet mich immer noch hier hin, zurück zum Brunnen. Gut. Wir waren ja bei der Teleporter Madness hier stehen geblieben. Also gucken wir mal, wie wir rumkommen. Da ist auf jeden Fall ein Secret. Nein, ich will da lang mal. So, hier war kein Porter. Da war einer. Jetzt bin ich hier. Ah, Mist. Ja, will das rumporten, das hilft nichts. Gut, jetzt bin ich wieder hier. So, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Da lang will ich nicht. Ich will hier erstmal hin. Das hatte ich schon gedrückt. Ah, und jetzt bin ich wieder hier beim Ausgang. Der bringt mir allerdings nichts. Wo lang jetzt? Nein, das bringt mich nur wieder dahin zurück. Toll, das hat mich hier hingebracht. Ja, jetzt bin ich wieder hier, gut. Das war der Ausgang. Okay. Ich muss mir auf jeden Fall mal die Ports merken. So, du bist Port 1 und gehst nach 1. So. Du bist jetzt Port 2 und gehst nach 2. Du bist 3. Ja, das wird jetzt sehr unübersichtlich. Gehst nach 3. So, du bist 4. Gehst nach 4. Du bist 5. Gehst hier nach 5. So. Dich haben wir schon. Dann bist du jetzt 6. Gehst hier nach 6. So. Da bist du jetzt 7. Ne. 7, so. Gehst hier nach 7. So, jetzt wissen wir schon mal, Port 2 bringt uns nichts. Viel. Also gehen wir mal wieder durch Port 2, müssten hier landen, genau. Dann ist das jetzt Port 8. Port 8 bringt uns zu 8. Da ist Ausgang. Okay, du bist jetzt Port 9. Bringt uns hierhin zur 9. Also. Gut, dann gehen wir wieder. Gehen wir mal durch die 1 wieder. Dann kommen wir raus. 9, 1 hier. Genau. Und da gehen wir mal hier durch Port 10 durch. Weil hier haben wir Port 2 und hier haben wir Port 10. Ah, Port 10 führt uns hier hin. 10. So, 10, das ist dann direkt davor ist
Port, nicht Ports, Port 11. So, Port 11 führt uns hier hin. Wo führt uns 12 hin? 12 führt uns nach hier. Da brauchen wir nicht lang gehen, sondern da lang. Okay. Port 13 führt uns nach 13. Gut. Ist hier ein Port? Nein. Hier ist ein Port. Wo war ich jetzt gerade? Hier. Also ist hier Portausgang mal wieder. Weil wir wieder am Ausgang gelandet sind. Okay, ich will wieder zur 13. Also muss ich in 1 springen. So, von 1 ist hier oben. Kann ich in 10 springen? 10 bringt mich... Zehn bringt mich wohin nochmal? 10 bringt mich hier hin. 10 sieht richtig aus, weil von 10 komme ich... 10 ist hier, komme ich nach 11. Von 11 komme ich nach... Da ist 10. Von 11 komme ich nach... Hä? Habe ich mir jetzt 11 nicht notiert oder was? Hier wäre Ausgang. 13. 13 ist... Da ist 12. Da ist 13. Also von 12 aus... Da wäre Port 11. Port 11. Ah, die 10 ist da. Ja, von Port 4 aus würde ich nach 12 kommen. Und von 12 komme ich nach 13. Dann bin ich jetzt falsch. Hier ist die 2. Hier wäre 3. 3, 4. Obwohl, 12 ist richtig. Wo bin ich nochmal? Hier. Muss ich jetzt durch Port 10 durch? Es wird wieder dunkel. So, jetzt bin ich hier. Das war die falsche Richtung. Ich muss in die Richtung gehen. So, Port 12. War doch falsch. Habe ich mich jetzt irgendwo vertan? Ich bin doch jetzt durch Port 11 durch. Und komme hier bei der 11 raus. Ich habe die 11, glaube ich, noch gar nicht markiert gehabt. Also gut, gehen wir mal durch Port 12. Port 12 bringt uns hier hin. Port 13 hätte uns... Ja, wo nochmal hingebracht? Sehe, und da wird's verwirrend. Da ist Port 13, okay. Also bin ich hier doch richtig mit 12. So, 13. Da ist Ausgang. Was ist hier? Nichts. Hier wäre Port 11. Was ist hier? Nichts. Gut, hier. Port 14. Geht hier nach 14. Okay. Da ist eine Sackgasse. Okay, das war jetzt...
Wo bin ich gerade? Ich sehe mich nämlich gerade gar nicht. Weil das hier, da wäre dann Port 15. Und der bringt mich. Ach, dahin. 13, 15. Und ich höre Stein auf Stein. Okay. Also ja, Port 14. Bringt mich hierhin zurück. Das bringt mir jedoch nichts. Das ist einfach nur im Kreis geportet. Hier runter ist ein Port in den Ausgang. Da wäre Port 11. Gehen wir mal wieder in 11 rein. Bei 11 bin ich hier. Bei 12. Hier ist nichts gewesen. Auch nirgendwo ein Schalter oder so. Deswegen springe ich hier mal rein. Bin wieder bei Port 12. Jetzt gucken wir mal, was das ist. Das ist jetzt Port 15. So, 15 bringt mich hier hin. Teleport Toggle Controls 2. Oh nee. Ich schreibe hier mal Port 16 auf. Und habe den roten Rubin wieder. Ups. Hier ist eine super Nische. Ja. Moment mal, sind die anderen Ports eigentlich noch normal? Ja, die sind noch normal. Nur der hier wurde ab deaktiviert. Gut. Also ist hier eine Control. Das heißt, wenn ich hier jetzt die 5 kann ich betreten. Ich würde jetzt gern wieder zu Port 5. Oh. Oh Mist. Das ist nicht so gut. Ich habe aus Versehen das hier als 15 deklariert, aber ist das 16 schon? Es ist nur die Frage, welche 15 ist die richtige 15? Die 15 hier bräuchte ich wahrscheinlich. Also muss ich zur 12 gehen. Hier ist 14. So, sehe ich mich gerade? Nein. Gehen wir mal wieder zu Port 1. So. Da sind wir jetzt wieder am Anfang. Sind hier. Von 1 nach 10 ist okay, denke ich mal. Dum, dum, dum. Ja, 10 ist hier. Von 10 nach 11. Von 11 nach 12. Und von 12 hier durch ist hier 16, genau. Okay. Also den Porter haben wir ausgeschalten.
kann ihn ja mal wieder einschalten. Okay, das ist ein Port Mist. Und der Control... Das ist Control Mist. So. Okay. Haben wir das Thema erledigt? Jawohl. Ich bin wieder in der 1. Ich bin in die 1 gesprungen. Eins. Dann geradeaus in die 10. Bin ich hier. Kann ich gleich in die 11. In die 12. Und in die 16. Das war falsch. Eins. Es ist halt immer schon schwierig, unter den Ends den Zeiger zu finden, um sich besser zu orientieren.